willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben Montagmorgen, halb sieben gleich. Heute Morgen fahre ich erstmal vier Tore weiter. Also ich fahre jetzt den Hof raus und fahre hier wieder rein in die Halle. Steht unsere kleine Siebanlage. Lade ich auf, die geht nur. Also diese Siebanlage lade ich auf, die geht zum Nachbarbauunternehmen. Der hat einen Hof voll mit Material. Ich hole ich auch später noch den Brecher. Akku zeigt 55% an und geht ständig aus. Und die Kamera geht ständig aus und schreibt Akku schwach. Ja, fahre ich hier wieder, sorry, das waren meine Knüppel, fahre ich hier wieder hin in die Halle. Vorne die kleine Siebanlage. Muss ich mal gucken, wie ich die jetzt hier auf die Vierachs-Tieflader drauf bringe. Ja, wird schon gehen irgendwie. Muss gehen. Schauen wir mal.
entweder war die Kamera nicht an oder sie ging gerade aus. Naja, auf jeden Fall fahre ich hier rein. Lade das Ding schnell ab und dann später fahre ich rüber nach Weilerbach. Lade den Brecher, der geht dann auch hierher. Planänderung, der Brecher jetzt doch nicht, erstmal nicht. Das war ist wohl in Völklingen der 934, der hat wohl ein Problem. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier rauskomme. Vorhin ganz knapp am Zaun vorbei, ne? Kann wohl rum hin. Also jetzt erst Richtung Landstuhl fahren. 934 hat wohl ein Problem, der in Völklingen steht hin. Da fahre ich jetzt wohl nach Landstuhl, hole dort einen Ersatzbagger, keine Ahnung, Austauschbagger. Fahre den nach Völklingen und von Völklingen den Bagger nehme ich dann wohl mit nach Landstuhl. Oder nach Hause, ich weiß es nicht. Getauscht an unserem 934 hier und dem hier, da ist der Tank irgendwie die Schweißnähte am Tank aufgerissen oder so. Bleibst du stehen oder bleibst du nicht stehen? Da wird jede Menge an Diesel. So,
habe ich dem ein Mietgerät oder ein Überbrückungsgerät halt, weil es muss ja hier, eigentlich könnten hier noch viel, viel mehr Bagger arbeiten. So, 2:10. Ja, mit dem Brecher werde ich noch vorladen heute. Gehe ich mal aus davon. Wenn das Tor noch auf ist, lade ich den auch noch ab. Aber jetzt erstmal gucken, dass wir den Bagger wieder zurückbringen. Und die Fernbedienung mal die ganze Zeit an. Lega, ich hänge mal zusammen. Das gibt's einfach nicht her. Das. Sorry, ich habe vergessen, die Kamera zu laden. Also mit neuem Akku zu laden. Ich bin jetzt hier gerade in der Baustelle US Hospital. Und den Brecher noch laden. Das ist 4:10.
So, ich habe geladen. Hier mal gerade rum. Wie immer knapp, aber alles im grünen Bereich. 35,6 Tonnen auf Achse hin. Hauen wir mal. Nehme ich jetzt mit nach Hause und morgen früh fahre ich den dahin, wo ich die Siebanlage heute Morgen abgeladen habe. Never. Gut, bis gleich. So, also, gerade hier habe ich den 300er Hitachi geladen. Mit Löffel und Pulverisierer. Was ich nicht wirklich verstehe, weil Luftlinie 50 Meter liegen wieder einige, warum der von hier unbedingt mit muss. Kann ich da durchfahren? Kann ich da durchfahren? Nein, komm, fahr zurück. Fahr zurück. Fahr hier nicht unnötig durch den Dreck. Bei denen müssen zwischen die Kette scharfe hin. Ist jedes Mal. Ich weiß aber auch nicht, wie oft man das noch sagen muss, bis es endlich mal drin ist. Dass das nicht so geht. Und dann machst du wieder eine Stunde hier rum, bis es dann doch geht. Doofheit nennt man das. Und zwar die eigene.
kurz aufs Lager rüber. Laden A29 mit Solierkeife und mit Löffel nehme ich an. Ich hab's nicht genau verstanden, aber ich krieg's jetzt nochmal genau. Krieg's jetzt nochmal gesagt. Vielleicht nicht. Welchberg oder so. Welchberg. Was auch immer das sein soll. Was auch immer das sein soll, das Welchberg, wenn ich das richtig verstanden habe. Schöne Sauerei. Weiß immer noch nicht, ob ich den nehmen soll oder nicht. Ist viel zu groß, viel zu schwer. Und viel zu schwer, das Ding. Sorry. Ja, komm. Viel zu groß und viel zu schwer, das Ding. Also nicht, wo noch er steht. Hinter dran komm ich wieder gar nicht dran, ne? Guck, ob ich vorwärts noch hinfahren kann. Wüsste auch nicht, wo noch ein Greifer steht. Der sieht am leichtesten aus. Gucken, ob ich den krieg. Achtung! Ist nur was, ey. Thank you.
ergreife. Ich hab, weiß nicht, ob ich mit den Ohren hab. Auf jeden Fall, der Bagger soll nur nach Rot-Seelberg rüber. Nicht hoch und zurück. Wahrscheinlich hab ich es mit den Ohren. Ich bin mir sicher, dass ich gesagt bekommen habe, Welchberg. Ist gut. Aber vielleicht ist das eine Uhr. Alte Pfälzer-Bezeichnung für den Ort, keine Ahnung. Also fahren wir jetzt nach Rot-Seelberg, 11.30 Uhr. Ich werde 12.30 Uhr circa da sein. Jo. Zeit haben. Da vorne, wo das rote Band drum ist. Da müssen wir hin. Ich kann da hier rumfahren, ich glaube, da bin ich schon mal rumgefahren. So. Feuerwehr, oh, da kann ich ja nicht stehen bleiben hier, ne? Hier eine Feuerwehrausfahrt ist. Da kann ich ja so nicht stehen bleiben hier. Stehen. Wie gesagt, hier die alte Scheuer, alte Scheune. Weiß mal weg. Sorry, Speicherkarte war voll. Jetzt hier eine Baustelle, der Bagger kommt anscheinend hoch. Ich bin nur wundert, hier liegt immer noch jede Menge Beton. Ich habe keine Ahnung. Ich darf jetzt mal runter fragen, was Sache ist. Meld mich gleich. Also, Baggerfahrer ist noch hier. Er hat eigentlich gesagt, der Bagger wird morgen erst geholt. Ich fahre jetzt hier rum. Stell mich hier neben an die Seite. Dann gehe ich runter, helfe Baggerfahrer sauber machen. An die Seite, falls hier jemand durchfahren will. Keine Ahnung. Oder soll ich einfach hier vorne drin stehen bleiben? Soll ich einfach hier vorne drin stehen? Einfach hier vorne drin stehen.
noch jede Menge. Es ist typisch Deutschland, aber dazu sage ich euch später mehr. Geht's mal runter, hilft dem Sauberwasser und dann laden wir den Akku gleich. So, da sind wir mal ein bisschen geputzt. Vorfahren. Alter, schalt doch. Warum machst du das dann laut? Das ist echt nicht mehr normal. Ich bleibe wieder vor. Übrigens eine neue Genehmigung für die 56 von Mainz, oder? So. Packe noch fest und dann hole mir nach Hause. Macht's der alte Mercedes als der neue Scania. Fahrzeug vorhin. Überall Holz. Gang gibt.
Fünfte Gang gibt er mir wieder. Meister, ich glaube, das wird so nichts mit uns. Sorry, hab die Kamera weg. Ich habe jetzt heute Abend nicht gemacht. Heute Abend nicht mehr gefilmt. Bleib so stehen. Bin ich zu Hause auch immer. Akku schwach, schreibt er. Egal. Abend, Viertel nach. Immer noch dran, okay. Noch Feierabend, Aufschluss für diese Folge. Ich melde mich immer noch mit einer Kamera hier durch. Ich denke, es klappt relativ gut. Das andere ist unterwegs zu GoPro. Angeblich bekomme ich die, weil ich da in diesem Club da drin bin. Er kostet 49 Euro im Jahr. Ich glaube, das war beim ersten Kamerakauf dabei. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall kriege ich die anstandslos ersetzt. Schauen wir mal. Wenn ja, wird es geil. Ja, da steht irgendwas drin von 2 Kameratausch im Jahr, kostenlos. Also muss das wohl öfter vorkommen, dass so eine GoPro kaputt geht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie gesagt, mein Feierabend. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat etwas Spaß gemacht. Trotz vielleicht der ein oder anderen fehlenden Außenaufnahme. Gesundheit, Spaß. Haut rein. Bis denn dann.